Heute werden sie die Verwandlung dieses kleinen Hundes miterleben. Luca wurde von zwei größeren Hunden angegriffen. Wir haben ihn gerettet und ins Krankenhaus gebracht, wo er behandelt wurde. Die Operation verlief so gut, dass Luca jetzt wie ein anderer Hund aussieht. Verpassen Sie es nicht. Was für ein Unterschied. Es war ein Erfolg. Schauen wir mal, wie es unserem Freund Luca heute geht. Ich denke, er wird es schaffen. Und wenn wir Glück haben, können wir ihn mitnehmen. Hallo, meine Damen. Geht ihr mit Luca spazieren? Ja, wir gehen spazieren. Oh, das ist wunderbar. A ver, Lucas. Unser einzigartiger chinesischer Schopfhund. Haha. Hola, ¿cómo estás? Venga, va. Mira. Vale. Venga, tira para allá. Hasta luego. Du warst schon ganz eifrig, die Klinik zu verlassen, oder? Wir gehen ins große Haus und dort wirst du alle kennenlernen. Du kennst die Leute vom großen Haus nicht? Hast du sie nicht auf YouTube gesehen? Nein? All seine Wunden heilen gut. Might be something I forgot, but all I know is that I miss you a lot, a lot. 7 days of eternity, 7 days in another country. Vamos. Up. Every cell screams stay right here, and my legs they freeze us in fear. Schau mal, wie gut alles heilt. Es ist fantastisch. Die Operation war ein Erfolg. Wir sind so glücklich, dass wir diesem kleinen Schatz helfen konnten, sich zu erholen. Wir haben gesehen, dass es ihm hier in der Klinik sehr gut geht. Aber er kann nicht hier bleiben. Wir müssen ihn mitnehmen. Er wird es bei euch im großen Haus viel besser haben. Ja, aber wir müssen ein Zuhause für ihn finden. Glaubst du, es wird lange dauern, bis wir ein Zuhause für ihn gefunden haben? So viele Familien werden daran interessiert sein, ihn zu adoptieren. Das Happy End ist, wenn er eine Familie findet. Und ich bin sicher, das wird er. Schauen wir mal, wie die Bluttests ausfallen. Er war ein bisschen anämisch. Luca, benimm dich, okay. Nicht hinschauen. Es sieht sehr gut aus. Die Stiche auf dieser Seite sind ein bisschen offen, aber hier heilt es schön. Zumindest sieht seine Nase normal aus. Ja, und er atmet durch die Nase mit geschlossenem Mund. Wag es nicht, okay? Carmen ist eine Freundin. Hast du seinen frechen Gesichtsausdruck gesehen? Sehr gut, Luca, du machst das fantastisch. Und du auch, Carmen. Er ist wunderschön. Luca war neulich ein bisschen anämisch, aber er hat sich sehr gut erholt. Es war von dem Biss, aber alles andere ist in Ordnung. Perfekt.
Können wir sagen, dass er entlassen ist? Ja, er kann nach Hause gehen. Ist das alles für Luca? Ja. Wir gehen mit unserem Freund Luca, der entlassen wurde. Luca, que está de alta. Frische Luft. Schau nicht zurück. Ich weiß, dass es sehr bequem war. Aber wir gehen jetzt ins große Haus. Komm schon, du beginnst ein neues Leben. Wir gehen los. Und hier ist Luca. Wie clever er ist. Er liebt es, im Schatten zu sein. So schlau, oder? Wie läuft es hier mit all deinen Freunden? Benehmt ihr euch alle gut? Du, Escarrabias. Todo bien? Besser hier als an dem Ort, wo du fast auf die andere Seite geschickt wurdest. Casi te envían al otro barrio. Eres un sinvergüenza. Eres un sinvergüentita. ¿Y tú qué? Was hältst du von dem Freund, den wir dir gebracht haben? Gut? Du hast eine schöne Gruppe von Freunden gefunden. Bist du glücklich? Aber jetzt müssen wir ein Zuhause für dich finden. Wie ihr sehen könnt, ist Luca hier. Er ist super glücklich und sehr dankbar für all die Hilfe, die ihr ihm gegeben habt. Jetzt müssen wir alle ein gutes Zuhause für ihn finden, damit er sehr glücklich sein kann. Denn es geht ihm hier sehr gut, wirklich gut. Aber es wäre noch besser, wenn er auf einem Sofa liegen würde und sein Bauch gekrault wird. Du bist mehr als erholt. Wir werden gemeinsam ein Zuhause für dich finden. Wir lieben ihn sehr, aber er wird ein super Luca werden.